Genau, ich erkläre euch heute ein kleines Märchen, nämlich das Märchen von IT-Sicherheit in eurem Data Warehouse oder eurem Data Lake, beziehungsweise eigentlich würde ich es fast schon Data Leak nennen, weil der Unterschied zwischen Data Lake und Data Leak, na, der ist eigentlich nur fast marginal. Und ja, ich erzähle euch eine kleine Geschichte, wie das vielleicht in ein paar Jahren aussehen wird und wie wir verhindern können, dass aus dem Data Lake ein Data Leak wird. Was ihr heute lernt und mit mir die nächsten 45 Minuten ungefähr erleben dürft, ist einmal eine kleine Einführung in Big Data, so die wichtigsten Begriffe, die es gibt, was man so wissen sollte, wenn man über das Thema redet. Und dann erkläre ich so ein bisschen, wie sieht es aktuell aus, wenn eine Firma Big Data macht, welche Optionen haben wir, welche Möglichkeiten gibt es da und welche Tools setzen wir so ein, um große Mengen Daten zu speichern, zu verarbeiten und nachher irgendwelche Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Dann ein relativ großes Thema wird Data Warehouse Security sein, beziehungsweise Data Lake Security. Und dort zeige ich euch ein paar Konzepte, die man anwenden kann, um das sicherer zu machen. Oder halt auch, welche Konzepte man lieber hätte anwenden sollen, um es sicherer zu machen. Und am Ende so ein kleines Closing, wie wir im Endeffekt draufkommen, dass wir das ganze Thema ja doch noch zu so einem Happy End bringen. Genau, also was ist Big Data? Vielleicht mal kurz in die Runde, wer hat Erfahrung damit, sei es jetzt irgendwie von der Arbeit aus oder im privaten Bereich mal ein bisschen mit Daten rumgespielt. Vielleicht mal kurz, okay, für die Leute, die am Stream sind, 2 von 40 oder so. Also ganz wenig Leute. Dann hilft auch die Einführung so ein bisschen, die Begriffe und Definitionen klarer zu ziehen. Es gibt zum einen Data Lakes. Und ein Data Lake ist nichts anderes als ein Zwischenspeicher für strukturierte oder unstrukturierte Daten. Wenn wir irgendwie nach Analyse fahren wollen auf den Daten, dann kommen die Daten nicht aus dem Data Lake. Das ist einfach nur eine Zwischenspeicherlösung, um die Daten irgendwo vorzuhalten. Ein Beispiel dafür wäre, ihr habt ganz viele Daten in einem Format, sei es jetzt irgendwie JSON, XML oder sonst was, die ihr noch nicht direkt prozessieren könnt, warum auch immer. Und ihr braucht einen Zwischenspeicher dafür. Hurra, euer Data Lake wird euch helfen, die Daten zwischenzuspeichern. Aus dem Data Lake werden die Daten nachher mit ETL-Prozessen, ETL steht für Extract, Transform, Load, gibt es auch in beliebiger Kombination, es gibt Leute, die machen Extract, Transform, Load, es gibt Leute, die machen Extract, Load, Transform, alle möglichen Optionen und Kombinationen gibt es dort, von dem Data Lake später ins Data Warehouse und das Ziel von Daten im Data Lake ist im Endeffekt immer das Data Warehouse. Dann gibt es das Enterprise Data Warehouse oder Data Warehouse ganz einfach. Das sind Speicher für Daten, die aus irgendwelchen operativen Systemen kommen. Sei es jetzt eine Datenbank, wo alle Transaktionen eines Unternehmens gespeichert sind, sei es irgendwie Wetterdaten, sei es irgendwelche finanziellen Daten, sei es irgendwelche Daten über wie viel Verkehr und Stau gerade ist. All das kann in so einem Data Warehouse einfließen. Die Daten, die dort drin sind, sind schon vorbereitet für analytische Prozessierung der Daten. Das heißt, wir haben die gröbsten Schnitzer rausgefiltert, wir haben geschaut, dass die Daten miteinander in Relation gebracht werden können und wir schauen, dass die Daten irgendwie einen Wert geben am Ende. Und die Daten können entweder strukturiert sein, das heißt eine normalen strukturierten Datenbank, eine relationalen Datenbank oder unstrukturiert, eine zum Beispiel dokumentenbasierten Datenbank oder einfach so als Distributed File System irgendwo liegend. Dann System of Record, was ist das? Wird auch häufig System of Engagement genannt. Das ist ein System, in dem die produktiven Daten gespeichert sind, oder die Produktionsdaten. Das absolute Heiligtum eines Unternehmens, der geheime Tresor, wo möglichst wenig Leute rankommen sollten. Und das ist die einzige Quelle für Wahrheit. Wahrheit findet man nur im Produktivsystem. Selbst im Data Warehouse muss man nicht unbedingt Wahrheit finden. Das heißt, wenn ihr Wahrheit sucht, in eurem System of Record findet ihr sie. Allerdings ist euer System of Record normalerweise auch Ziel von viel Auditing, Ziel von ganz strikten Nutzungsrechten und auch irgendwie ja, das strengste oder strikteste bewachte System normalerweise in einer seriösen Firma. Genau, und das Ganze ist normalerweise optimiert für OLTP-Workload, das heißt Transactional Processing. Genau, was gibt es so an Software, wenn wir über Big Data reden? Zum einen relationale Datenbanken,
Da gibt es unglaublich viel auf dem Markt von irgendwie ganz vielen Bewerbern. So das prominenteste Beispiel im Open-Source-Bereich ist wahrscheinlich PostgreSQL, wenn es eher in Richtung verteiltem Rechnen geht. In großen Clustern ist Apache Hive ganz groß mit dabei. Und das sind so typische Datenbanken, auf die man relationale Queries abfeuern kann, also normale SQL-Statements, um daraus dann irgendwelche analytischen Werte zu gewinnen. NoSQL-Datenbanken gibt es viele. MongoDB ist da ganz gut mit dabei, CouchDB und wie sie alle heißen. Es gibt viel Distributed File Storage, unter anderem dort das Hadoop File System, sehr groß verbreitet in, wer hätte es gedacht, Hadoop-Clustern. Dann gibt es GPFS, das ist was von der IBM, auch für große verteilte Systeme. Es gibt GridFS, was wiederum auf MongoDB basiert oder andersrum oder irgendwie interagiert miteinander. Ja, und dann bleibt zum Schluss noch irgendwie Big Data Tools, das, was so ein Data Scientist eigentlich wirklich am meisten interessiert. Weil wer mag sich schon um Infrastruktur kümmern, wenn man viel Spaß mit Daten haben kann? Genau, und da ganz, ganz modernes Apache Spark, ist gerade groß im Kommen, im Unternehmen oder auf dem Markt gerade so das nächste größte Ding, was jetzt kommen wird. Früher war das mal irgendwie 2006, Hadoop war das nächste größte Ding, was kommen wird. Und wie alle anderen Tools auch immer heißen mögen, es gibt sehr, sehr viel Software auf dem Markt, die für Data Scientists oder für irgendwelche Business Analysten Reporting-Möglichkeiten bereitstellen, um nachher aus den Datenmengen sinnvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Data Governance war so das, die Überschrift in unserem oder in diesem Vortrag. Die Frage ist, was ist Data Governance? Es gibt da wieder unglaublich viele Begriffe und Begriffsdefinitionen und sowas. Und das Wichtigste, finde ich, was ich euch mitgeben möchte, ist, benutzt euren Menschenverstand. Das ist das, was eigentlich alles so ein bisschen zusammenfasst. Und ein Begriff davon, der für mich persönlich sehr wichtig ist, ist wer. Also wer hat die Daten, wer ist dafür verantwortlich, wer fühlt sich auch für die Daten selbst verantwortlich und wer kann nachher irgendwie mir sagen, woher die Daten kommen, was sie bedeuten und was sie heißen. Wenn ihr euch vorstellt, ihr habt einen großen Data Lake oder ein riesiges Data Warehouse mit Petabyte an Daten, irgendwie Facebook hatte irgendwann mal 2013 gesagt, sie haben 600 Petabyte an Daten in ihrem Data Warehouse. Man möchte schon wissen, wer sich dafür verantwortlich fühlt und wie man fragen kann, was das jetzt überhaupt bedeutet, bevor man sich da selber dran setzt und irgendwas raussucht. Dann ist die Frage, woher kommen die Daten überhaupt? Wieder dieses 600 Petabyte Beispiel, woher kommen die eigentlich? Was sagen die überhaupt aus? Also muss man irgendwie wissen, woher kommen die Daten, um sie auch zu verstehen und nachher auch wirklich Erkenntnisse daraus zu ziehen. Innovation ist auch ganz wichtig, weil wir machen das Ganze ja nicht zum Spaß oder auch ein bisschen zum Spaß, aber vor allen Dingen, um damit Geld zu verdienen. Und ein Unternehmen gibt nicht ganz viel Geld dafür aus, ein Data Warehouse aufzubauen, wenn man kein Geld zurückkriegt dafür. Deswegen müssen wir als Data Scientists oder auch als diejenigen, die die Infrastruktur davon maintain, gucken, dass wir irgendwie wieder Wert schaffen, ja, mit den Daten. Das Thema, über das, was ich gleich reden werde, ist Security. Ganz, ganz zentral. Wer darf was? Wer darf was nicht? Wer macht für mich die Autorisierung? Und vor allen Dingen, wer kümmert sich darum, dass es auch regelmäßig geauditet wird? Weil ein Data Scientist, den ich einstelle, muss er wirklich Zugriff auf 600 Petabyte Daten haben, die vielleicht sogar Nutzerdaten enthalten? Oder will ich, wenn ich ein Team von 40, 50 Data Scientists habe, wirklich, dass all diese Leute Zugang zu meinen Banktransaktionen bekommen oder zu meinen Versicherungsdaten oder zu den Rezepten, die mein Arzt mir ausgestellt hat? Eher nicht so sehr. Also sollte man gucken, dass man die Daten irgendwie beschränkt und guckt, wer darf auf was zugreifen und wie lange und warum überhaupt. Was ist der Wert davon? Auch unter dem Aspekt, dass niemand alles rausträgt. Gut, bei 600 Petabyte dauert es eine Weile, bis man alles rausgetragen hat. Und man stellt sich auch sicherlich die Frage, okay, wo baue ich mir jetzt mein Datacenter, dass ich die Daten auch raustragen kann? Aber Ausschnitte davon reichen normalerweise, um schon relativ viel Schaden anzurichten. Dann Compliance. Ein ganz zentraler Bestandteil, wenn man sich irgendwie in Industriesektoren wie Finance, Healthcare und sowas beschäftigt. All diese Industriezweige unterliegen
durchaus Gesetzen und auch gewissen Regeln, die von staatlichen Stellen zum Beispiel kommen, was Reporting angeht. Zum Beispiel, was für Transaktionen hatte ich die letzten paar Wochen im Banksektor und wo wird zum Beispiel Geldwäsche betrieben. Ja, wie wird Data Science heute gemacht? Und Data Scientists haben meistens Zugang zu allem. Jetzt stellt euch vor, ihr seid irgendwie Datenbankadministrator einer Firma und denkt euch, okay, ich kann euch beweisen, meine lieben Manager, dass jeder nur so viel Zugang hat, wie man möchte. Und dann kommen da Data Scientists und ihr seid plötzlich ziemlich sauer auf die, weil die plötzlich Zugang zu all den Daten bekommen, die irgendwo da drin liegen. Und ihr denkt auch so, hey, warum ist das so? Und gleichzeitig ist das System, aus dem die Daten kommen, nicht mehr wirklich betroffen, wenn es irgendwie um Autorisierung geht. Das heißt, euer Datenbankadministrator, der irgendwie nachher verantwortlich ist und auch zur Verantwortung gezogen wird, wenn irgendwie Daten rausgetragen werden, der kriegt davon im Endeffekt nichts mehr mit, wenn jemand aus dem Data Warehouse die Daten rausträgt. Und wer kann nachher am Ende wirklich gucken, woher die Daten wirklich rausgetragen worden sind? Aus dem operativen System oder dem Data Warehouse? Schwierig. Deswegen ist es auch eine Quelle für mögliche Data Leaks. Und wenn wir uns in einem Unternehmensbereich befinden, der halt gerade im Bankensektor drin ist oder der gerade in dem Insurance-Sektor drin ist, dann ist auch nur jeder kleinste Data Leak schon fatal. Auch fatal, wenn ihr jetzt euch vorstellt, einer eurer Freunde ist Data Scientist bei eurer Versicherung und kann plötzlich all eure Rezepte der letzten, weiß nicht, seitdem ihr lebt, sehen. Eher ungeschickt, glaube ich. Oder nicht so gewollt. Oder im Bankensektor die Banktransaktion. Dann haben wir, wenn es um Data Science geht, noch ein großes Problem. Und das große Problem ist nicht nur, dass wir nicht wissen, woher die Daten unbedingt kommen, sondern auch das Problem, was passiert mit Daten, die aus Daten erzeugt worden sind. Ein Beispiel, ihr kombiniert jetzt Daten aus zwei verschiedenen operativen Systemen zu neuen Daten. Und irgendwas in diesen beiden Systemen, woher die Daten kommen, ändert sich. Glaubt ihr, die Daten werden neu berechnet? Eher nicht so wirklich. Und dann macht es zumindest Data Scientists ziemlich schwer herauszufinden, sind die Daten noch valide oder sind die Daten eher nicht valide. Genau, und die Daten werden halt nicht geupdatet, wenn sie wirklich geändert werden. Ein gutes Beispiel dafür ist, was passiert, wenn ihr bei eurer Bank oder Versicherung das Häkchen rausnimmt für, ich möchte, dass meine Daten in analytischen Zwecken genutzt werden. Im Data Warehouse wird es bestimmt nicht geupdatet. Und dem muss man sich, glaube ich, bewusst sein. Ja, das muss man, glaube ich, erstmal so ein bisschen verdauen. Reden wir vielleicht über die positiven Seiten. Es gibt durchaus Möglichkeiten, dass wir das Ganze ein bisschen absichern. Zumindest in der Theorie, in der Praxis ist noch sehr viel vonnöten, das wirklich gut und sinnvoll zu implementieren. Was brauchen wir zum Beispiel in relationalen Datenbanken? Ich weiß nicht, wer von euch kennt relationale Datenbanken? Ich hoffe irgendwie alle. Sonst habe ich ein Problem, wenn ich das jetzt erzähle. Was sind so die wichtigsten Dinge in relationalen Datenbanken? Einmal Permissions im Sinne von, wer darf was in der Datenbank? Encryption. Was passiert, wenn jemand physikalischen Zugang zu meinem Datacenter bekommt? Ich möchte nicht, dass der einfach Festplatten rausträgt und dann damit irgendwas Sinnvolles machen kann. Gleichzeitig möchte ich nicht, dass sich irgendjemand an meinen Switch ransetzt und plötzlich alle Daten mitlesen kann. Oder dass irgendjemand, wo es um Workload Isolation geht, mit einem anderen Workload an meine Daten rankommt. Wobei das haben Datenbanken mittlerweile relativ gut raus. Und natürlich Compliance. Wie mache ich ein Logging von den Operationen, sodass diese nachher in einem Audit dazu genutzt werden können, herauszufinden, wer die Daten rausgetragen hat. Und dafür gibt es so ein paar Lösungen, zumindest im Gedankenspiel, wie sie entwickelt sind. Sie sind noch nicht vollständig alle da. Das heißt, ihr könnt aktiv werden und da was Cooles bauen. So eine Lösung wäre zu sagen, ich zeige es mal hier, wir haben irgendeinen SQL-Treiber, wie auch immer, und der connectet sich im Endeffekt zu eurem operativen System und stellt die Anfrage. Und dann ist das Tolle im operativen System meiner Datenbank, es gibt immer sowas wie einen Optimizer. Und der Optimizer entscheidet, habt ihr das Recht dazu, diese Query überhaupt auszuführen. Und wenn der Optimizer entscheidet, ja, das ist super so, könnte euer operatives System zum Data Warehouse gehen und sagen, gib mir all die Daten, die ich haben möchte, oder führe für mich diesen Query aus.
Das Gute ist, unser Data Warehouse ist damit unter den Berechtigungen oder unter dem Berechtigungsmodell des eigentlichen operativen Systems. Ein Nachteil davon ist allerdings, dass unser operatives System das Data Warehouse kennen muss. Und das ist oft nicht so gegeben. Gleichzeitig haben wir das große Problem, was ist, wenn meine Daten, die ich hier abfragen möchte, in ganz vielen verschiedenen System of Records liegen. Ich muss irgendwie einen Weg haben zu wissen, welche System of Records muss ich fragen und gleichzeitig müssen die alle das Data Warehouse kennen. Ist eher unrealistisch. Das heißt, die Lösung können wir einmal durchstreichen. Die nächste Lösung, die man sich denken könnte und die man sich überlegen könnte, wäre, lasse ich doch das Data Warehouse mal nachfragen bei den Systemen, wo ursprünglich die Daten herkamen. Darf der User das überhaupt? Leider sind das jetzt gerade nicht mehr die letzten Folien, aber ein ganz wichtiger Punkt, der da jetzt fehlt, ist überhaupt gegeben, dass der User, der gegen das Data Warehouse geht, auf allen operativen Systemen existiert. Schwierig. Wenn man sich große Firmen anguckt, hatten meistens für ganz viele Systeme ganz verschiedene User-IDs, die nichts miteinander zu tun haben. Damit fällt die Lösung eigentlich auch weg, außer man zentralisiert seine IT ein bisschen. Was an der Lösung echt cool wäre, das Data Warehouse macht den ganzen Kram. Unser System of Record wäre nur noch da, um zu prüfen, darf ich das? Ja, aber wenn es nicht mehr da ist, dann kann ich auch die Query nicht mehr ausführen. Also auch nicht so toll. Eher was Pragmatisches. Wenn ich nicht meinen ganzen Leuten traue, traue ich vielleicht ein oder zwei Leuten. Stellt euch vor, ihr habt ein Team von 40, 50 Data Scientists. Einem davon werdet ihr schon vertrauen. Hoffentlich, sonst stellt ihr sie nicht ein. Die Lösung hier ist eine relativ triviale und einfache. Auf einem relationalen Modell könnt ihr einfach eine View erstellen, also quasi ein Fenster, was über die Daten legt, und dieses Fenster, was einen Teil der Daten zeigt, bekommt gewisse Autorisierung für einen gewissen User. Und das auch nur so lange, wie es wirklich von Belang ist. Ich habe hier unten mal aufgemalt, wie das funktioniert in einer normalen Datenbank. Ihr generiert eine View, ihr granted Permissions da drauf und die ganze administrative Arbeit macht ein User, der bei euch vollstes Vertrauen hat. Und so würde jemand nur die Daten sehen, die gerade notwendig sind für die Aufgabe, die jemand ausführt. Wäre eine ganz einfache Notlösung, um zumindest ein bisschen Sicherheit reinzubringen. Und dann gibt es eigentlich noch was richtig nicht-technisches, pragmatisches am Ende, nämlich die Lösung Nummer 3. Ich gebe meinem Data Scientist eine ganz kleine Menge der Daten. Es können sogar irgendwelche generierten Daten sein, die mit den finalen Daten nicht so viel gemein haben, außer grundlegende Charakteristika über Datentypen, dass man seine Algorithmen, die man darauf ausführt, schon mal testen kann. Während der Implementation kann man ihm durchaus, dem Data Scientist, ein bisschen mehr Daten geben, immer wieder ein bisschen mehr, sodass der Algorithmus perfekter wird. Und dann hat man wieder so eine Person, der man vertraut und sagt, hier, führe bitte folgendes kleines Programm auf dem großen Cluster aus und gib mir die Analyseresultate wieder. Damit eliminiert man quasi die Notwendigkeit, dem Data Scientist alle Daten zu geben, sondern lässt ihn auf einem sehr kleinen Subset der Daten testen. Und das ist eigentlich so die pragmatischste Lösung, die es gibt, um seine Daten sicher zu halten. Ja, und was jetzt noch eure Innovation braucht an Problemen, die auch durch das letzte nicht gelöst werden, ist in relationalen Datenbanken, wie entkrypte ich meine Daten so, dass wenn jemand in mein Datacenter reingeht und da Platten rauszieht, dass ich das zum einen schnell merke und zum anderen, dass das keinen Impact auf mein Data Warehouse hat, was Datensicherheit angeht. Es gibt Lösungen dafür, die sind aber irgendwie alle nicht sexy und alle für Datenbanken nicht so toll. Dann Encryption of Data in Motion. Wie mache ich das, dass meine Daten, die zwischen verschiedenen Systemen hin und her fließen und das ganze Big Data basiert darauf, dass wir viel, viel Netzwerkverkehr haben, ordentlich verschlüsselt sind. Natürlich gibt es dafür Lösungen. Wir haben genug Verfahren dafür. Man müsste sie halt effizient einsetzen und einbauen. Bestehende Systeme. Ja, und am Ende noch gucken, wie kann ich Zwischenergebnisse irgendwie voneinander separieren und isolieren. Und das ist eins der größten Probleme, die wir gerade haben. Wenn ich als Data Scientist meinen Job laufen lasse, mache ich das auf irgendeiner Maschine.
auf der ein anderer Data Scientist auch seinen Job vielleicht laufen lässt? Und wie sorge ich dafür, dass der eine den anderen nicht beeinflusst? Und das ist nicht nur auf der Datenbankebene ein Problem, sondern auch auf der Applikationsebene am Ende. Weil was hindert mich daran, dir als Data Scientist irgendwie Resultate zu klauen, die frei verfügbar auf der Platte liegen als temporäres Dataset? Momentan relativ wenig. Vor allen Dingen, wenn alle irgendwie auf dem gleichen VM arbeiten, die noch mit demselben User arbeiten, weil es ist ja einfach nur ein User und ein Passwort weiterzugeben. Alles nicht so einfach. Deswegen, wie schaffe ich es, Workload voneinander zu isolieren, dass es zum einen nicht nur schnell bleibt, sondern auch sicher ist? Und noch einen kleinen Ausflug in die Welt, wo ich mich nicht so gut auskenne, muss ich zugeben, nicht relationale Tools. Wie schaut es da aus mit Sicherheit und Security? Und da gibt es so drei Ökosysteme, die ich gern kurz beschreiben möchte oder beleuchten möchte. Zum einen das Apache Hadoop Ökosystem. Weiß nicht, wer hat davon schon mal gehört? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Also nicht so wirklich viele. Hadoop ist eine Plattform, mit der man mit möglichst billiger Hardware möglichst tolle Resultate erzielt. Unter der Prämisse, billige Hardware ist toll für Big Data, weil kostet halt nichts oder kostet halt wenig. Und ja, darüber halte ich übrigens morgen noch einen Vortrag, wenn jemand Interesse hat an Apache Spark, das ist quasi Hadoop und cool. Da kann ich gerne was zu erzählen. Und dieses Ökosystem hatte lange auch kein Modell von ordentlichen Userrechten, Auditing-Möglichkeiten und so weiter. Lustigerweise, so in den letzten 2, 3 Jahren haben sich so ein paar Projekte sind aus dem Boden rausgekrochen, die versuchen jetzt in das bestehende System noch User-Rechte-Management einzubauen, Auditing-Möglichkeiten einzubauen. Und die wichtigsten davon sind Apache Ranger und Apache Sentry. Beides Tools, die auf 2 unterschiedliche Arten versuchen, die Daten vor dem ausführenden Programm ja, zu schützen oder zu verschleiern, wenn sie nicht erlaubt sind, zugegriffen zu werden. Grausamer Satz. Genau. Dann gibt es NoSQL Databases. Bei der Recherche für diesen Vortrag war es ein Graus, darüber nachzudenken, weil irgendwie sagten alle, ja, hey, eigentlich möchte ich, dass ihr eure NoSQL Database in einem isolierten, geschützten Environment aufbaut, weil Userrechte, feingranulares Userrechte-Management haben wir halt nicht. Auch schwierig, weil ich das häufig nicht machen kann. Irgendwie liegt mein Data Warehouse so zentral in einer Firma, dass ich sie nicht von allen Leuten isolieren kann, zwingend. Und das einzige wirklich positive Beispiel, was da irgendwie kam, war MongoDB. Die sagten zumindest, hey LDAP oder Kerberos oder sowas, das unterstützen wir und das kann zumindest auf Database-Level ordentliche Autorisierung machen. Wenn man da den Bogen schlägt zu relationalen Datenbanken, da geht es halt nicht nur um Databases, sondern auch um Tables, um Rows in Databases, auf einzelne Columns. Die Frage ist, wie feingranular möchte man das machen, auch in seinem Data Warehouse. Und ein generelles Problem mit Daten, die irgendwie in der Cloud sind oder Daten, die irgendwo bei Drittanbietern liegen, quasi als Hosted Data Warehouse, habe ich irgendwo eine Sicherheit, wo die Daten liegen? Habe ich nicht. Weiß ich, wer irgendwie die Daten administriert oder die Tools administriert? Auch eher nicht. Und dann ist die Frage, möchte ich das Unternehmen meine wichtigsten Daten irgendwie dahinlegen, wenn es ein Drittanbieter hostet für mich? Auch eher nicht. Deswegen muss man sich bei der Wahl seines Data Warehouses darüber klar machen, was sind meine Requirements dafür, wie ich sowas aufbauen möchte. Ja, und am Ende ist das irgendwie alles gar nicht so toll. Genau, jetzt damit sind wir auch schon am Ende. Das war technisch eher weniger, sondern sollte euch irgendwie zum Denken bringen, darüber nachzudenken, wenn ihr mal in der Lage seid, ein Data Warehouse aufzubauen oder wenn ihr es mal machen müsst, dass ihr all die Dinge mal bedenkt und darüber nachdenkt, wer hat die Daten, wer macht was mit den Daten und wie schütze ich mich davor, dass alle Leute grausame Dinge mit all den Daten machen. Ja, hat jemand Fragen? Genau, also die Frage war, Encryption of Data at Rest, ich habe behauptet, es gibt dafür keine tolle Lösung. Wenn du eine relationale Datenbank nimmst, speichert sie ihre Daten irgendwo.
habe ich jetzt einen Verbund von 10 Disks, die irgendwie encrypted sind, muss ich dafür sorgen, dass wenn eine davon weg ist, dass irgendwie auch auf anderen liegt. Und zumindest die Datenbank, mit denen ich arbeite, schreiben sequenziell einfach auf alle Platten, wie sie kommen. Wenn da Platten rausgezogen werden, ist aus. Also dann sind meine Daten effektiv weg. So. Mit Encryption hat das zum Teil zu tun. Mit encrypteten Disks bekommst du Probleme mit, wer hat den Key und wie mache ich irgendwie die Autorisierung, dass nur wieder ein gewisses Subset von Leuten weiß, wo meine Keys liegen. Natürlich gibt es sowas wie Key-Server und sowas. Trotzdem schwierig, vor allem für Datenbanken, die besondere Bedürfnisse haben, was irgendwie die Datenspeicherung angeht. Muss noch erdacht werden. Wenn wir in dem Kontext von relationalen Datenbanken im Cluster reden, wie zum Beispiel Apache Hive, ich kenne kein Konzept, was irgendwie sinnvolle Encryption der gesamten Daten macht, wenn ich irgendwie einen Haufen Hadoop-Nodes aufstelle, wo die Daten wirklich encrypted sind. Ich kenne da keinen Weg, das sinnvoll zu machen. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Genau, aber dann kommst du wieder in die Probleme, wenn ich schon drüber nachdenke, mein Data Warehouse ja, kleiner zu machen oder die Permissions so zu vergeben, dass ich nur noch einen sehr lokalen Teil der Daten sehen kann, zumindest für den normalen User, macht die normale Verschlüsselung, wenn ich mir zum Beispiel meinen Linux-Rechner angucke mit Lux-Keys, müssen wieder Leute wissen. Und die Leute, die den Key kennen, können auch auf die Daten zugreifen. Also brauche ich eine Möglichkeit, dass möglichst wenig Leute diesen Key kennen. Und idealerweise können auch nur die Leute auf die Daten zugreifen wieder, wenn sie sie brauchen. Quasi so ein, wenn ich auf die Tabelle zugreifen muss, muss ich den Key für die Encryption der Daten angeben und erst dann komme ich auch auf die Daten. Wenn jemand von außen rankommt, kann er vielleicht das Betriebssystem booten, aber die Daten der Datenbank nicht rausholen. Also so auf dem Level war die Idee, dass da noch nicht wirklich alle Konzepte gut durchdacht sind. Noch eine Frage. Nochmal. Genau, die Frage war, wie mache ich das mit Encryption of Data in Motion und mit der Aussage, TLS existiert seit langem. Ja, stimme ich dir voll zu, man muss es halt nutzen. Also es ist wiederum ein Problem zwischen, ich habe eine Technologie und ich muss sie auch einbauen und nutzen, dass man wirklich einen Nutzen draus hat. Und ja, das muss halt alles gebaut werden. Das Problem ist weniger, dass die technischen Lösungen dafür nicht existieren würden, man muss sie halt integrieren und man braucht irgendwie einen Use Case dafür, dass wirklich der Aufwand es wieder wert ist. Momentan gibt es die einfache Ausrede zu sagen, ach ja, das ist eh eine Zone, die niemand betreten kann, die ganz isoliert ist von meinem normalen Betrieb. Wozu brauche ich da Encryption? Da wird doch eh niemand reinkommen. Ja. Noch eine Frage? Ja, wenn nicht, dann hoffe ich, dass es gefallen hat. Ich habe morgen noch einen Vortrag über Apache Spark, eher so eine praktische Seite. Jetzt, wo ich euch so demotiviert habe, was Sicherheit angeht, machen wir jetzt mal praktisch Big Data morgen. Und ja, danke fürs Zuhören.